Sind wir allein im Universum? Und wenn nicht, waren sie dann schon hier? Zu einer Zeit, als wir Menschen noch mit Steinwerkzeugen hantierten oder die ersten Schritte zur Entdeckung neuer Welten unternahmen. Ufologen und Präastronautiker sind davon überzeugt und die physischen Beweise dafür existieren auch. Die sogenannten Out-of-Place-Artefakte, Dinge, die es ohne einen außerirdischen Einfluss nicht geben dürfte. Und doch sind sie auf der ganzen Welt zu finden. In der nächsten Stunde besuchen wir die verschiedensten Kontinente der Erde und schauen uns diese Artefakte genauer an. Wir untersuchen historische Dokumente, die dafür sprechen, dass wir seit Anbeginn der Zeit nicht alleine sind. Unser erster Stopp führt uns nach Japan. Unter dem brausenden Meer entdeckten Forscher etwas, was uns dem Erbe der Aliens näher bringen könnte. Es ist das Jahr 1985. Der japanische Taucher Kiyoshiro Aratake befindet sich auf dem Ostchinesischen Meer im Südwesten Japans. Das nahe der Insel Yonaguni gelegene Areal ist bei Touristen beliebt und Aratake ist auf der Suche nach neuen Tauchgründen, die den Besuchern die Schönheit des japanischen Meeres näher bringen sollen. Doch heute sollte er bei seinem Tauchgang Unglaubliches entdecken. Vor seinen Augen offenbart ihm das Meer riesige Gesteinsformationen, die er dort nicht erwartet hätte. Je weiter er ihnen kommt, desto beeindruckender werden sie. Er sieht präzise geschnittene Kanten und perfekt ausgerichtete Winkel. Immer mehr Strukturen kann er erkunden und ihm wird eines immer klarer. Diese Gesteinsformationen entstammen nicht den Kräften der Natur. Nein, die steinernen Gebilde sind von Menschenhand erschaffen. Noch weiß er nicht, wie groß seine Entdeckung ist. Der japanische Meeresbiologe Masaaki Kimura hat sich nach der Entdeckung des Tauchers den Unterwasserstrukturen angenommen. Er konnte insgesamt 10 Bauwerke vor Yonaguni und zusätzlich 5 weitere Bauwerke vor der Hauptinsel Okinawa identifizieren, die heute als das Yonaguni-Monument bekannt sind. Die Forschungsgruppe um Kimura fand rund um den beiden Inseln etliche verschiedene Bauwerke, deren Existenz das Meer über Jahrtausende geheim hielt. Ruinen einer Burg, ein Triumphbogen, 5 Tempel und mindestens ein großes Stadion, die allesamt durch Straßen und Wasserkanäle verbunden sind. Insgesamt erstrecken sich die uralten Ruinen über eine Fläche von 300 x 150 Metern. Zudem wurden dreieckige Strukturen, Inschriften, Schlosstore, Gräben, Treppen und Terrassen vorgefunden. Das größte bisher entdeckte Bauwerk sieht aus wie eine komplexe, monolithische Stufenpyramide. Sie erhebt sich aus einer Tiefe von 25 Metern über dem Meeresboden. Eine weitere, ganz besondere Entdeckung ist eine Felsinschrift. Sie scheint der antiken Kaida-Schrift zugehörig zu sein, das sowohl auf der Yaeyama als auch der Yonaguni-Insel verwendet worden war. Lange bevor Japan eine nationale und verallgemeinerte Schrift einführte. Natürlich wollten die Forscher herausfinden, wie alt die Ruinen sind. Durch Untersuchungen der Umgebung konnten sie Stalaktite ausmachen, die sich in Unterwasserhöhlen befanden und gleichzeitig mit der Stadt versunken sein mussten. Das Ergebnis der Untersuchungen datierte die alte Stadt auf mindestens 5000 Jahre, den Zeitpunkt ihres Untergangs. Doch nach weiteren, präziseren Messungen wagten sich die Wissenschaftler an eine noch weit ältere Alterseinschätzung. So soll sich die Stadt noch vor etwas mehr als 8000 Jahren über dem Meeresspiegel befunden haben. Hauptgrund für diese Annahme ist die große Terrassenstruktur. Da diese laut den Analysen erst seit dem Ende der Eiszeit unter Wasser läge und er fest von menschlichen Konstrukteuren ausgehe, müsste die erbauende Kultur vor rund 8000 bis 10.000 Jahren gelebt haben. Doch genau das ist der Punkt, der in unsere heutigen Geschichtsschreibung nicht hineinpassen will. Denn mit einem Alter von 10.000 Jahren wäre das Monument vor der japanischen Küste das älteste Bauwerk der Welt. Nur zum Vergleich, die Pyramiden in Gizeh sollen rund 4.500 Jahre alt sein. Die riesige Stadt hätte also von Menschen erbaut werden müssen, die zu der Zeit und in der Region ausschließlich als Jäger und Sammler bekannt waren und sich weit entfernt von einer sesshaften Kultur befanden. Dies lässt 2 Theorien zu, die diese Diskrepanz auflösen könnte. Gehen wir von der Richtigkeit unseres Stammbaums aus, müssten sich neben des bekannten prähistorischen Menschen noch eine weitere, andere humanoide Spezies auf der Erde befunden haben.
Eine, die dem gemeinen Menschen durch Wissen und Technik weitaus überlegener war. So weit, dass sie in der Lage waren, diese monumentale Stadt zu erbauen. Oder aber, die menschliche Geschichtsschreibung, so wie wir sie kennen, ist schlichtweg falsch. Doch wer könnte dann diese andere Spezies gewesen sein, die diese unglaublichen Formationen erschaffen hat? Geschichten über versunkene Städte, die einst von einer Hochkultur bewohnt worden waren, gibt es viele. Die bekannteste ist wohl die von Platon und der Insel des Atlas. Heute kennen wir sie als Atlantis. Die versunkene Stadt soll ebenfalls um diese Zeit herum existiert haben. Im Jahr 9600 vor Christus soll sie schließlich infolge einer Naturkatastrophe innerhalb eines einzigen Tages und einer unglückseligen Nacht untergegangen sein, wie es der altgriechische Philosoph beschreibt. Doch auch alte indische Texte, bekannt als die Sangams, beschreiben versunkene Städte. Doch diese alten Schriften scheinen mehr über die Bewohner dieser hochtechnisierten Städte zu wissen. Laut diesen waren die Erbauer halb Menschen und halb außerirdisch. Eine Spezies, die sich vor tausenden von Jahren mit Wesen aus dem All vermischte. Könnte diese Spezies vor 10.000 Jahren auf der Erde gelebt und das erbaut haben, was wir heute als Yonaguni-Monument kennen? Der Geologe und Taucher Wolf Wichmann und der Naturwissenschaftler Robert Schoch können dem nicht zustimmen. Denn sie sind davon überzeugt, dass die Strukturen nicht künstlich, sondern natürlichen Ursprungs sind. Es läge an den zur Erbauung verwendeten Sandsteinen selbst, die dazu neigen, entlang von Ebenen zu brechen und diese geraden Kanten hervorzurufen. Zudem gäbe es in dem Gebiet viele tektonische Aktivitäten, die diesen Prozess noch einmal verstärkten. Toru Uchi, Professor für Seismologie, hält allerdings dagegen. Er habe noch nie eine tektonische Aktivität gesehen, die eine solche Wirkung auf eine Landschaft über oder unter Wasser hatte. Zudem sei er selbst zum Monument abgetaucht und hat gar die Pyramide berührt. Seiner Meinung nach sei an der bahnbrechenden Entdeckung nichts übertrieben. Es sei selbst für einen Laien zu erkennen, dass diese Relikte nicht durch Erdbeben oder andere natürlichen Dinge entstanden sind, sondern nur einen Schluss zulassen. Sie sind echt und zeugen von einer uralten 5 Quadratkilometer großen Stadt. Und 10.000 Jahre nach ihrer Erbauung, durch eine Zivilisation, die uns völlig unbekannt ist, hat das menschliche Auge ihre Schönheit wieder wahrnehmen dürfen. Sind diese Strukturen unter Wasser ein Zeichen architektonischer Kunst? Sind es echte Pyramiden? Oder zeigt hier die Natur ihre atemberaubende Baukunst? Eine ganz andere Entdeckung führt uns nach Peru. Im kargen Hochland existiert bis heute ein uraltes Volk, das steinerne Beweise für die Existenz einer außerirdischen Zivilisation auf der Erde gefunden haben will. Es ist das Jahr 1938. An der Grenze zwischen Tibet und China ist Chi Pu Tai, ein chinesischer Professor, mit seiner Expedition am Bayan-Ha-Gebirge angekommen. Sie entdecken dort ungewöhnliche Felskonstruktionen. Künstlich aus dem Stein gehauene Höhlen, die sie dort keineswegs erwartet hatten. Sie betreten das Gewölbe. An den Wänden befinden sich seltsame Zeichnungen. Diese zeigen Sonne, Mond, Erde und andere planetenähnliche Objekte oder Flugobjekte, die mit Linien verbunden sind. Etwas, das man in diesen uralten Höhlen mitten im chinesischen Hochland sich nicht hätte erträumen lassen. Doch dies sollte nur ein kleiner Vorgeschmack auf das sein, was sich noch in den Gängen befinden sollte. Denn sie befinden sich nicht nur kurz vor der Entdeckung einer der interessantesten Funde der Präastronautik, sondern treffen auch auf die Überreste einer unbekannten humanoiden Spezies. Es sind zum einen die Dropa-Steine, eine Sammlung von 716 kreisförmigen Steinen, die laut den Entdeckern 12.000 Jahre alt sind und Hieroglyphenmarkierungen enthalten. Viele Ufologen glauben in diesen, einen Beweis für einen außerirdischen Besuch auf der Erde in den Händen zu halten. Zum anderen umfasste die Entdeckung der Höhlen so viel mehr. Denn die Forscher fanden nicht nur die unzähligen kreisrunden Steine, sondern auch eine große Anzahl von Gräbern, die sorgfältig in Reihen angeordnet waren. In diesen befanden sich Skelette, dessen Antlitz sie nicht einordnen konnten. Auf dem ersten Blick wirkten sie menschlich. Doch als sie näher herantraten, konnte ihr erster Eindruck nicht mehr stimmen. Sie waren zwergenartig, nur 1,20 Meter groß. Ihre Köpfe waren unglaublich groß,
Ihr restlicher Körper hingegen klein, dünn und zerbrechlich. Eine Beschreibung, die stark an die heutigen Berichte angeblicher Kontakte zu Außerirdischen anknüpft. Aber auch an zwei Bevölkerungsgruppen, die noch heute in dem Gebiet leben, wo einst die mysteriösen Steine gefunden worden sind. Berichten die Drupa-Steine mit ihren Inschriften von diesen Wesen, die mit ihnen tief in den Höhlensystemen des Bayern-Haargebirges vergraben worden sind? Laut den Entdeckern enthält jede der gefundenen Scheiben hieroglyphenartige Inschriften in einer unbekannten Sprache in Form von Spiralrillen. Dabei bestehen die Steinplatten hauptsächlich aus Granit und haben einen sehr hohen Anteil an Kobold und anderen Metallen. Ihre Zusammensetzung macht sie so hart, dass es vor 12.000 Jahren eigentlich kein Werkzeug hätte geben dürfen, um etwas in sie hineinzuritzen. Zudem hat man bei der Untersuchung mit einem Oszillographen entdeckt, dass die Drupa-Steine Muster enthalten, die nur entstehen können, wenn man sie elektrisch auflädt. Doch die Entschlüsselung der Steinplatten, die etwa 23 cm im Durchmesser, 1,9 cm dick und ein perfekt in der Mitte platziertes Loch besitzen, sollte noch andauern. Es ist 1962. 24 Jahre sind seit den ungewöhnlichen Funden in den Höhlen des Bayern-Haargebirge vergangen. Trotz einem Verbot der chinesischen Regierung und hoher Sicherheitsmaßnahmen sickert die Übersetzung von Dr. Zum Um Nui durch. Laut ihm erzählen die Steinplatten die Geschichte der alten Drupa, einer außerirdischen Rasse, die vor über 12.000 Jahren mit ihrem Raumschiff in der Nähe der Höhlen abstürzten. Da die Schäden an ihrem Raumschiff sehr groß waren, war eine Rückkehr zu ihrem Planeten nicht möglich. Sie beschlossen, sich mit den dort angesiedelten Hammstamm, der Zeuge ihrer Ankunft war, anzufreunden. Doch trotz der friedlichen Absichten der Außerirdischen kam keine Koexistenz zustande. Die irdischen Hamm verstanden die Neuankömmlinge nicht, jagten sie gar, um ihr hart umkämpftes Territorium zu beschützen. Doch wie glaubwürdig sind diese Aufzeichnungen? Hätte es diese zwei Völker gegeben, müssten dann nicht auch noch ihre Nachfahren existieren? Und tatsächlich existieren in dieser Gegend bis heute diese zwei Bevölkerungsgruppen, die sich auch heute noch wie ihre Vorfahren nennen. Zum einen die Hamm, zum anderen die Drupa. Und interessanterweise ist es den örtlichen Anthropologen bis heute nicht gelungen, die zwei Völker in den heutigen Stammbaum der menschlichen Rasse einzuordnen. Sie sind weder chinesisch noch tibetianisch. Sie sind alle sehr kleinwüchsig und wiegen im Durchschnitt nur 17 bis 24 Kilo. Ihre Hautfarbe ist gelblich bis gräulich. Ihre Köpfe unproportional lang und auch ihre Augen sind recht groß und besitzen durchweg eine blaue Augenfarbe. Attribute, die denen der dortigen asiatischen angesiedelten Bevölkerungsgruppen so gar nicht entsprechen. Die Existenz der Drupa-Steine scheint also mit dem geschichtlichen Zusammenhang der Region übereinzustimmen. Doch überraschenderweise ist der Verbleib sowohl der Höhlen als auch der Scheiben bis heute unbekannt. Haben die mysteriösen Scheiben demnach überhaupt existiert? Nach ihrer Entdeckung sollen die Steinscheiben mehr als zwei Jahrzehnte an der Universität Peking gelagert worden sein, bis sie letztendlich für eine Analyse an die Beijing Academy for Ancient Studies übergegangen sind. Doch offiziell streiten sowohl die Akademie als auch die Universität in Peking die Existenz der Steine ab. Anfang der 70er sollen sie zu verschiedenen Untersuchungen in Moskau aufgetaucht sein. Dort wurden mit ihnen auch die Materialanalysen durchgeführt, die zeigen sollten, dass sie vor 12.000 Jahren mit keinem irdischen Werkzeug hätten bearbeitet werden können. Den letzten Funken ihrer möglichen Existenz entbrannte ein Schweizer. Der Ingenieur Ernst Wegerer soll zwei der Drupa-Steine 1974 gefunden haben, und zwar mitten im Banpo-Museum in Xi'an. Dort seien sie unter anderer Bezeichnung ausgestellt worden. Als Wegerer die Museumsleitung darauf aufmerksam machte, verschwand der Leiter des Museums nur wenige Tage später, mit ihm die Drupa-Steine. Werden diese Steine jemals wieder auftauchen? Sollten sie wirklich existieren, müsste unsere Menschheitsgeschichte neu geschrieben werden. Einer der bekanntesten Out-of-Place-Artefakte zeugt heute schon, unwiderlegbar, von einem außergewöhnlichen Wissen. Doch woher hatten es die antiken Wissenschaftler? Es ist das Jahr 1900, mitten im April.
Ein Boot von Schwammtauchern landet nach einem schweren Sturm vor der griechischen Insel Antikythera. Einmal dort angekommen, wagen sie sich, den unbekannten Meeresboden abzusuchen. Die Ausrüstung erscheint uns heute primitiv, doch zu ihrer Zeit war sie auf der Höhe der Technik. Durch die am Boot befestigten Schläuche sind sie in der Lage, das Gebiet über einen langen Zeitraum abzusuchen. Was sie dann entdecken, lässt die Taucher erstaunen. Ein uraltes römisches Schiffswrack. Vor ihren Augen offenbaren sich eingesunkene Statuen, Münzen und andere Artefakte. Die Überreste einer längst vergangenen Welt. Darunter eine alte Kiste mit einem Klumpen aus Messing. Noch wissen die Schwammtaucher nicht, welch einen sensationellen Fund sie damit machten. Heute ist dieser Fund als der Antikythera-Mechanismus bekannt. Anhand der vorgefundenen Münzen konnte der Zeitpunkt des Untergangs des Schiffs auf ca. 70 bis 60 vor Christus datiert werden. So auch der antike Fund. Diese über 2000 Jahre alte mechanische Rechenmaschine konnte nicht nur den Lauf von Sonne und Mond vorhersagen, sondern auch die Bewegungen der in der Antike bekannten Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Welche Komplexität hinter der Entdeckung des Antikythera-Mechanismus steckt, kann man an den Aussagen der Forscher festmachen. Als würde man einen Düsenjet in Tutanchamuns Grab entdecken, lautet einer dieser Äußerungen zu diesem sensationellen Fund. Kein Wunder, dass die Wissenschaft seit 100 Jahren rätselt, wie es den damaligen Menschen möglich war, eine solche Maschine zu erschaffen. Doch der Apparatur konnten nun weitere Geheimnisse entlockt werden. Dazu später mehr. Die ersten Untersuchungen in den nachfolgenden Jahren der Entdeckung zeigten recht schnell. Dieser Messingklumpen, den die Forscher in ihren Händen hielten, zeugte von den Überresten einer komplexen, feinmechanischen Maschine, ein Computer der Antike. Mit Beginn der 1950er Jahre zeigten Röntgenaufnahmen das Innere des Messingklumpens. Zahnräder, mechanische Bauteile, als auch zahlreiche eingravierte Inschriften kamen nun deutlich zum Vorschein. Auch wurde sein Alter genauer bestimmt und zeigte auf, dass dieser Mechanismus aus einer Zeit stammt, der nicht mit dem Wissen der damaligen Zeit hätte entstehen können. Denn im späten 2. Jahrhundert vor Christi steckte die Feinmechanik nicht mal in ihren Kinderschuhen. Und doch ist dieses antike Konstrukt auf einem Niveau, das die Mainstream-Wissenschaft weder den alten Griechen noch den Römern zutraut. Ein Niveau, das nach der bekannten Geschichtsschreibung erst anderthalb Jahrtausende später wieder erreicht werden sollte. Viele Forscher sahen zunächst in dem Mechanismus lediglich eine Art astronomischer Uhr. Eine Abbildung der Bewegung von Sonne und Mond im Miniaturformat. Doch je genauer man den Mechanismus untersuchte, desto komplexere Eigenschaften kristallisierten sich heraus. Anfang des Jahres 2021 ist man dem Geheimnis um den antiken Computer einen weiteren Schritt näher gekommen. Doch anstatt den Mechanismus und dessen Technik dahinter in der damaligen Zeit zu verorten, haben die neuesten Erkenntnisse diesen nun nochmal ein Stück weiter weg von dem damaligen Wissen befördert. So kann man mit dem Antikythera-Mechanismus nicht nur Himmelsereignisse wie Sonnen- und Mondfinsternisse voraussagen, sondern auch die präzisen Himmelsbewegungen von Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn. Zusätzlich kann man mit Hilfe der Zahnräder die Bewegung der Planeten Venus und Saturn relativ zur Erde ermitteln. Und das mit einer unglaublichen Genauigkeit. Die altgriechischen Inschriften auf der Innenseite liefern dazu weitere Informationen zu den Planeten und Intervallen, in denen sie sich am Himmel positionieren. Es handele sich um das Werk eines Genies, kommentieren die Forscher ihre neuen Erkenntnisse, und dabei seien sie sich nicht sicher, ob es sich damals mit der in der Antike bekannten handwerklichen Verfahren überhaupt hätte herstellen lassen können. Wenn es nicht die alten Griechen waren, wer war es dann? Ufologen haben eine ganz eigene Theorie.
Während viele Experten versuchen, Erklärungen dafür zu liefern, wie dieses Gerät konzipiert, entworfen und gebaut werden konnte, bestehen all ihre Konzepte die Logikprüfungen nicht. Es gibt nur eine mögliche Erklärung: Wesen mit fortgeschrittenen Kenntnissen über astronomische Körper, Mathematik und Präzisionswerkzeuge haben das Gerät geschaffen oder das Wissen für seine Herstellung im 1. Jahrhundert vor Christus an jemanden weitergegeben. Auch Dr. De Solla Price ist davon überzeugt. Der britische Wissenschaftshistoriker, der nicht nur Träger der renommierten Leonardo da Vinci Medaille ist, sondern auch selbst Namensgeber eines eigenen Preises, sagt über den Antikythera-Mechanismus, dass dieser über ein hohes Maß an astronomischem Wissen oder wissenschaftlicher Technologie verführt, was wahrscheinlich das wissenschaftliche Erbe ist, das hochintelligente Erdenmenschen an das antike Griechenland weitergegeben haben. Oder Außerirdische in extrem alten Zeiten. Es war ein überzivilisiertes Instrument, das jenseits der Vorstellungskraft und des Verständnisses der damaligen Wissenschaft lag. Waren es also außerirdische Besucher, die vielleicht nicht den Mechanismus selbst konstruierten, aber das nötige Wissen dafür an die Menschen in der Antike weitergaben? Es scheint wirklich ein aus der Zeit gefallenes Objekt zu sein. Und eines beweist der Antikythera-Mechanismus allemal. Auch wenn keine Aliens ihre Finger im Spiel hatten, die Geschichte der Menschheit, wie wir sie kennen, muss wohl etliche Lücken besitzen. Gibt es historische Dokumente, wodurch diese Lücken der Geschichte gefüllt werden könnten? Ufologen und Präastronautiker sind davon überzeugt, in der Kunst der alten Meister das gefunden zu haben, was darauf schließen lässt. England im Jahre 1742. Der Himmel über Westminster, England, bietet den Bewohnern der Stadt ein ungewöhnliches Schauspiel. Dutzende Zeugen berichten von dem Ereignis. Einer dieser Zeugenaussagen lautet folgendermaßen: Als ich am Dienstag, dem 16. Dezember 1742 um 8.40 Uhr von der Royal Society nach Westminster zurückkehrte, sah ich etwa in der Mitte der Parade im St. James Park ein Licht, das sich hinter den Bäumen und Häusern S by W Point befand, das ich zunächst für eine große Himmelsrakete hielt. Aber als es auf einer Höhe von etwa 20 Grad gestiegen war, nahm es eine Bewegung fast parallel zum Horizont auf, winkte in dieser Weise herum und flog über die Häuser am N by E Point. Es schien sehr nahe zu sein, so dass ich dachte, es fliegt über den Queen Square, der Insel im Park und über den Kanal. Ich verlor es aus den Augen, als es über den Haymarshes war. Seine Bewegung war so langsam, dass ich es über eine halbe Minute im Blick hatte. Und so hatte ich genug Zeit, sein Aussehen zu betrachten, das in der beigefügten Abbildung zu sehen ist. Es schien eine helle Flamme zu sein, die sich durch den Widerstand, den die Luft ihr entgegensetzte, rückwärts drehte. Ein helles Feuer wie brennende Holzkohle. Es hatte eine äußere, offene Schale, deren Rahmen undurchsichtig war, wie aus einem Eisenband. Es hatte zudem einen Schwanz aus Lichtflammen, der vom Objekt aus hin zum Schweifende allmählich schwächer glühte. Dieser war über die Hälfte seiner Länge fast transparent. Der Kopf schien etwa ein halbes Grad im Durchmesser zu haben, der Schwanz 3 Grad in der Länge und über ein Achtel eines Grades in der Dicke. Bei der Beschreibung des Objekts, vor allem mit der Erwähnung eines Schweifs oder eines Schwanzes, wie der Zeuge es beschreibt, denkt man sofort an ein natürliches Objekt, einen Kometen. Doch passen die weiteren Beschreibungen zu einem solchen Himmelsobjekt? Die Flugbahn und die Geschwindigkeit des Objekts lässt an dieser Erklärung genügend Zweifel. Und auch die detaillierte Beschreibung des Objekts selbst will nicht so recht zu einem Kometen passen. Also, was war es dann? Wir bleiben in England und reisen 41 Jahre durch die Zeit. Es ist der 18. August 1783. Über den Dächern des königlichen Palasts Schloss Windsor taucht ein unbekanntes fliegendes Objekt auf. Die Illustration von diesem Himmelsschauspiel zeigt eine Sichtung, die sich um 21.45 Uhr an jenem Abend des 18. August 1783 ereignete. 4 Zeugen sehen auf der Terrasse von Schloss Windsor ein leuchtendes Objekt am Himmel. Es existiert nicht nur diese Illustration, sondern auch ein Bericht der Sichtung, der sogar in den Philosophical Transactions of the Royal Society aufgezeichnet wurde. Diesem Bericht zufolge beobachteten die Zeugen eine längliche Wolke, die sich mehr oder weniger parallel zum Horizont bewegte. Unter dieser Wolke war ein leuchtendes Objekt zu sehen, das bald kugelförmig wurde, hell leuchtete und dann zum Stillstand kam.
Diese seltsame Kugel schien zunächst eine blassblaue Farbe zu haben, nahm dann aber an Leuchtkraft zu und machte sich alsbald wieder auf den Weg nach Osten. Dann änderte das Objekt plötzlich die Richtung und bewegte sich parallel zum Horizont, bevor es in Richtung Südosten verschwand. Das Licht, das es ausstrahlte, war gewaltig, wie es hieß. Es beleuchtete alles auf dem Boden. Das Bild wurde von Thomas Sandby, einem Gründer der Royal Academy, und seinem Bruder Paul festgehalten, die beide Zeugen des Ereignisses waren. Kurioserweise tauchte im Laufe der Zeit ein sehr ähnliches Bild auf, das mit Tusche gemalt worden ist. Es zeigt eine kometenhafte Darstellung des Objekts, die allerdings nichts mehr damit zu tun hat, was die Zeugen in Wirklichkeit sahen. Warum diese Darstellung aufgetaucht ist, weiß niemand so wirklich. Natürlich kann dies auch ein ungewöhnlicher Komet gewesen sein. Hingegen sprechen die Zeugenaussagen eine andere Sprache. Zudem waren sie gelehrte Männer, die sich nicht gleich von einem normalen Kometen hätten hinreißen lassen, um dann einen solchen Bericht abzugeben. Wirklich mysteriös. Doch nicht nur auf der europäischen Insel gab es UFO-Sichtungen. Eine Massensichtung unbekannter Objekte hat es auch in Deutschland gegeben. Es ist der 4. November 1697. Über dem Himmel Hamburgs tauchen zwei Objekte auf, die die zahlreichen Menschen, die sie sehen, nie zuvor gesehen haben. Die Objekte werden als zwei glühende Räder beschrieben. Sie sehen aus, als hätte man zwei Gummibänder um einen Tennisball gelegt. Und sollte die rechte obere Ecke dem Mond zeigen, müssten sie wohl enorm riesig oder verdammt nah an den Menschen gewesen sein. Aus der rechten Kugel scheinen Blitze zu kommen. Oder sind es doch Antennen oder ähnliches? Das linke hingegen scheint eine Wolke mit sich zu ziehen und zu leuchten. Zugegebenermaßen ist das Bild über die Jahrhunderte recht schlecht gealtert und man kann nur deuten, was man denn nun dort sieht. Aber diese zwei kuriosen Kugeln gehörten ganz eindeutig nicht an den Himmel der deutschen Hansestadt. Das nächste Zeugnis einer Sichtung hat im heutigen Dortmund stattgefunden, genauer gesagt im alten Stadtteil Sieberg. Heute ist vom Schauplatz nur noch eine alte Ruine übrig geblieben. Doch vor mehr als 1200 Jahren war diese heiß umkämpft. Die Sigiburg gehörte Frankreich und die Sachsen waren im Jahr 776 eingerückt und belagerten die Burg. Die sächsischen Kreuzfahrer hatten die mittelalterlichen Franzosen völlig umzingelt, als plötzlich flammende Schilde am Himmel erschienen. In der Annahme, die Franzosen würden von diesem Ding, das am Himmel erschien, beschützt werden, flohen die Sachsen. Im 12. Jahrhundert wurde zu diesem Vorfall anhand der Zeugenaussagen Bilder veröffentlicht. Es stammt aus dem Manuskript Annales Lauricenses, lateinisch für Bände oder Bücher, über historische und religiöse Ereignisse. Was war dort am Himmel, was die sächsische Belagerung vor Angst flüchten ließ? Die Bilder zeigen zwei verschiedene Objekte oder aber diese aus verschiedenen Blickwinkeln. Sie scheinen so etwas wie Bullaugen zu haben bzw. Erhebungen an den Seiten und sind zumindest so detailliert, dass man ausschließen kann, es könne sich um einen Kometen handeln. Oder was meint ihr? Zum Schluss kommen wir zu einem der wohl berühmtesten alten Zeugenberichte über eine UFO-Massensichtung. Doch wusstet ihr, dass nur 5 Jahre später eine zum Verwechseln ähnliche Erscheinung nur wenige hundert Kilometer weiter stattgefunden hat, die ebenfalls gut dokumentiert ist? Nürnberg, 14. April 1561. Über dem Himmel der Stadt tauchen unerklärliche Gebilde auf. In den Berichten heißt es, sie wurden von vielen Manns- und Weibspersonen gesehen. Unzählige Kugeln, Scheiben und Sicheln umkreisen, wie auf diesem Holzschnitt von Hans Glaser zu sehen, die Sonne am Himmel. In den Zeugenaussagen hieß es einerseits, es waren Kugeln von blutroter, bläulicher und schwarzer Farbe. Andererseits, dass es Ringscheiben in großer Anzahl in der Nähe der Sonne waren, sowie etliche blutfarbene Kreuze. Für die damals religiös geprägten Menschen war die Himmelserscheinung ganz klar ein göttliches Zeichen. Heute würden wir dies wohl am ehesten als UFO-Sichtung beschreiben. Einige Wissenschaftler haben aber auch eine andere Erklärung. Es könnte sich dabei um Halos gehandelt haben. Ein bunter Lichtring durch Reflexion des Mondlichts. Ein sehr seltenes Naturphänomen. Interessanterweise hat nur 5 Jahre später in der Schweiz ein zum Verwechseln ähnliches Schauspiel stattgefunden. Basel, 27. Juli 1566. Laut einem Bericht des Basler Flugblatts verblasste die Sonne am Abend und begann rot zu strahlen. Die Sonne weinte Blut und hinter ihr wurde die Luft schwarz. Ebenso blutrot schien sie am darauffolgenden Morgen.
Nur einige Tage später, am 7. August 1566, tauchten über Basel zahlreiche schwarze Kugeln und zylinderförmige Objekte am Himmel auf. Sie flogen durch die Luft und prallten aneinander. Wie die Augenzeugen sagten, bekämpften sich die schwarzen Kugeln gegenseitig. Einige seien während der Himmelsschlacht abgestürzt und hätten sich dann sofort aufgelöst. Die schwarzen Kugeln wurden als sehr schnell und rund beschrieben. Das Basler Flugblatt schrieb zudem von sehr vielen Flugobjekten. Waren es ein und dieselben Objekte, die die Menschen in Basel und Nürnberg beobachtet hatten? Der Verdacht liegt natürlich nahe. Doch auch für die Sichtung in Basel gibt es eine Erklärung. So haben einige Historiker die Vermutung, dass es sich um das Schweizer Flugblatt um reine Propaganda der Kirche handelt, da am Ende des Textes etliche christliche Warnungen zu lesen sind. Sind die alten Dokumente also doch nur ein Zeugnis des religiösen Glaubens der Menschen? Ein mysteriöser Ort, der älter ist als die Geschichte der Menschen, könnte uns einen ganz anderen Zugang zum Erbe der Aliens ermöglichen. Das Bermuda-Dreieck. Seit Jahrzehnten als Ort mysteriöser Vorkommnisse gefürchtet. Das auch als Teufelsdreieck bekannte Gebiet liegt im Atlantik, nördlich der Karibik. Es erstreckt sich von Bermuda, Florida bis hin zu Puerto Rico. Zwar ist das 1000 Meilen lange Gebiet auf keiner geografischen Karte verzeichnet, doch das mysteriöse Dreieck ist in den Köpfen der Menschen fest verankert. In den letzten Jahrzehnten wurden etliche Theorien aufgestellt, um das gehäufte Verschwinden von Flugzeugen und Schiffen, die das Teufelsdreieck passierten, zu erklären. Außerirdische, Artefakte des legendären Atlantis, Antigravitation oder Portale in andere Welten, die sich hin und wieder öffnen. Aber auch weltlichere Theorien, wie Magnetfelder und Methangas, das aus dem Meeresboden aufsteigt, sind weit verbreitet. Doch egal was es ist, fest steht, das Bermuda-Dreieck hat in den letzten Jahrzehnten sowohl Schiffe als auch Flugzeuge verschwinden lassen. Die meisten davon wurden nie gefunden. Keine Überlebenden, keine Wrackteile. Als wären sie von einem Moment auf den anderen weg. Hunderte Menschen mussten bereits ihr Leben geben an diesem mysteriösen Ort. Welche Kraft hätte die Macht, dies zu tun? Ist es Technologie oder die Natur? Die frühesten Berichte über das Verschwinden im Bermuda-Dreieck stammen aus den frühen 1950er Jahren. Kurze Zeit darauf kommen immer wieder Gerüchte über eine Kristallpyramide auf, die in der Mitte des Gebiets auf dem Meeresboden stehen soll. Damals hatte Dr. Ray Brown beim Tauchen auf den Bahamas eine solche Struktur entdeckt. Er sagt, er habe sie dokumentiert und sogar fotografiert. Ein schnell aufkommender Sturm habe allerdings seine fotografische Ausrüstung zerstört. So waren seine Behauptungen damals nicht mehr überprüfbar und sie gerieten wieder schnell in Vergessenheit. Auch weitere Expeditionen zum Standort der vermeintlichen Pyramiden gab es anschließend nie. Und doch drang die Theorie einer kristallinen oder glasförmigen Pyramide zu Interessierten durch und sorgt bis heute für Spekulationen. Und sie wäre wohl auch unter einer sehr kleinen Gruppe geblieben. Doch nun sagt ein deutscher Ozeanograf, er habe im Bermuda-Dreieck eine Technologie entdeckt, die alles andere als gewöhnlich sei und sehr wahrscheinlich nicht von der Erde stamme. Riesige Pyramiden aus Glas. Die anormalen Strukturen, die sich in einer Tiefe von 2000 Metern befinden sollen, sind vom deutschen Ozeanografen Dr. Meyer und seinem Team wiederentdeckt worden. Mithilfe von Sonargeräten seien im Zentrum des Bermuda-Dreiecks zwei hypnotisierende Riesenpyramiden, wie er sagt, als solche identifiziert worden. So sollen die sich in einer Tiefe von etwa 2 Kilometer befindlichen Pyramiden aus einer Art Kristall bestehen. So wie es schon Dr. Ray Brown vor einem halben Jahrhundert sagte. Der deutsche Ozeanograf hält diese Objekte in der Mitte des Teufelsdreiecks für den Grund des anormalen Verschwindens von Schiffen, Flugzeugen und ihrer Besatzung. Doch mehr zu erforschen wird derzeit unmöglich gemacht. Denn laut aktuellen Berichten hat die Armee alle weiteren Forschungen am Entdeckungsort bereits gestoppt. Schon vor 20 Jahren wollen amerikanische Ozeanografen die anormalen Strukturen gefunden haben. Sie kamen zu dem Schluss, dass die Oberfläche der Strukturen flach war, was darauf hindeutete, dass sie aus Glas oder einer Art von Kristall bestehen. Und noch etwas Unglaublicheres stellten die Forscher fest. Die Pyramiden sollen dreimal so groß wie die in Gizeh sein.
Aber auch bei dieser Expedition soll sich schnell das Militär und die Regierung eingeschaltet haben. Damals wie heute kamen Gerüchte auf, dass die Forschungsergebnisse und die Kontrolle über das Gebiet sich einzig und allein in den Händen der Regierung und des Militärs befinden. Doch Meyer glaubt weiterhin fest daran, dass die Entdeckung der geheimen, seltsamen pyramidenförmigen Strukturen im Zentrum des Dreiecks der Grund für das mysteriöse Verschwinden von Schiffen und Flugzeugen im Zusammenhang mit dem Bermuda-Dreieck ist. Und sie seien nicht irdisch, sondern entstammen einer außerirdischen Technologie, die weit über unser heutiges Verständnis hinausgeht. Bedarf es bei mancher Theorie ein hohes Maß an Vorstellungskraft, ist die der Entdeckung Amerikas durch Christoph Kolumbus schon lange überholt. Und dennoch entdeckte der italienische Seefahrer etwas, das sich nicht so leicht erklären lässt. 12. Oktober 1492, 2 Uhr morgens. Christoph Kolumbus und seine Crew haben gerade die Küste von San Salvador entdeckt. Seit 70 Tagen sehen sie das erste Mal nach der langen und beschwerlichen Reise über den Atlantik wieder Land. Besser gesagt, die Karibik. Welchen Ort hätte man sich sonst wünschen können, um wieder festen Boden unter den Füßen zu haben? Doch nur 4 Stunden zuvor erlebte die Crew eine andere, weitaus ungewöhnlichere Entdeckung als die westliche Tropeninsel. Und viele Ufologen fragen sich aufgrund der Beschreibungen, ob die Entdeckung Amerikas von unbekannten fliegenden Objekten überwacht wurde. Diejenigen, die das tun, sind überzeugt, dass jeher außerirdische Wesen den Fortschritt unserer Spezies verfolgt haben. Und diese Theorie ist gar nicht so abwegig, wie man denkt. Immer wieder findet man Aufzeichnungen, die sich quer durch die Menschheitsgeschichte ziehen, die Hinweise darauf geben könnten, dass dem wirklich so ist. Von 10.000 Jahre alten Höhlenmalereien in Indien über die Schriften antiker, griechischer und römischer Historiker bis hin zu mittelalterlichen Kunstwerken. Wenn selbst die Geschichte sich die Zeit genommen hat, sich an sie zu erinnern, müssen sie einen wichtigen Teil im Alltagsleben der frühen Bevölkerung gespielt haben. Einer dieser Beobachtungen sind eben diese, die im Bordbuch Christoph Kolumbus verzeichnet sind. Wie wichtig diese Begegnung zu sein schien, kann man an den Chroniken seiner Familie erkennen. Der Vorfall wurde nämlich auch nach seinem Ableben mehrmals in den Schriften seiner Erben erwähnt. Die mysteriösen Ereignisse beginnen schon am Tag des 13. September. Genau an jenem Ort, der seit jeher für Spekulationen sorgt, das Bermuda-Dreieck. Kolumbus bemerkte, dass sich die Nadel seines Kompasses sprunghaft verhielt und nicht mehr nach Norden zeigte. Dieses mysteriöse Geschehen wiederholte sich ebenfalls am 17. und 20. September. In seinem Tagebuch hält er es so fest. Die Navigatoren beobachteten die Nordspitze und stellten fest, dass die Nadeln eine volle Spitze nach Westen des Nordens drehte. So waren die Seeleute alarmiert und niedergeschlagen und wussten nicht mehr, nach was sie sich zu richten hatten. Der Admiral aber wusste es und befahl, dass der Norden im Morgengrauen wieder beobachtet werden könne. Dann stellten sie fest, dass die Anzeige der Nadeln doch richtig war. Die Ursache war, dass sich der helle Stern bewegte, an dem sie sich orientierten, und nicht die Nadeln des Kompasses. Ungewöhnlich ist die Beschreibung eines Sterns, der sich am Nachthimmel bewegt, allemal. Doch mit dieser ungewöhnlichen Sichtung ist dieser Fall noch lange nicht abgeschlossen. Wie Kolumbus später seiner Familie verriet, wurde der helle Stern auch in anderen Nächten gesehen. Was ihn als auch seine Männer vermuten ließ, dass ihnen etwas Übernatürliches folgte. Vor 5 Jahrhunderten waren die Menschen halt viel abergläubischer als heute und diese Sichtung war für die Entdecker Amerikas ein mehr als beunruhigendes Ereignis. Am 11. Oktober dann um 22 Uhr, nur wenige Stunden vor der Entdeckung des amerikanischen Kontinents, patrouillierte Kolumbus auf dem Oberdeck. Die Moral seiner Mannschaft war bereits dermaßen am Boden, dass die Mannschaft bereits gedroht hatte umzukehren und nach Spanien zurückzusegeln. Während er in den Nachthimmel schaute und sich überlegte, wie er die Motivation seiner Mannschaft wieder heben könnte, geschieht etwas, das er in seinem Logbuch folgendermaßen beschreibt. Ich sah um 10 Uhr in großer Entfernung ein Licht schimmern, doch ich war mir nicht sicher, ob es auf die Meeresoberfläche aufsetze oder nicht. Ich rief nach Pedro Gutierrez, einem Adjutanten des Königs, und sagte, dass es ein Licht zu geben schien und dass er es sich auch anschauen sollte. Er tat es und sah es. Nach den Berichten Kolumbus verschwand das Licht immer wieder in dieser Nacht, nur um immer wieder aufzutauchen. Auch soll es während seiner Beobachtung plötzlich seine Höhe geändert und geschimmert haben. Weiteren Quellen nach wurde das Licht zunächst unter den Wellen im Ozean entdeckt,
und stieg später in den Himmel auf. Eine plausible Erklärung wäre ganz sicher eine Sternschnuppe oder ein anderer Himmelskörper, ein Asteroiden, den man am Nachthimmel gesehen hatte und sich über mehrere Tage zeigte, wie er an der Erde vorbeizieht. Doch wie erklärt man sich dann die ruckartigen Bewegungen des Objekts und wie die Beobachtungen eines aus dem Meer kommenden Gefährts? Hatten Kolumbus und seine Männer nicht nur ein UFO, sondern das erste beobachtete USO, ein unterseeisches Objekt, beschrieben? Fest steht, die Sichtungen der Männer und von Kolumbus rund um dieses seltsame Objekt während der Entdeckung Amerikas werden wohl für immer ungeklärt bleiben. Haben wir bisher nur leblose Artefakte oder Augenzeugenberichte zu hören bekommen, kommen wir nun zu einem Artefakt, das man als lebendig beschreiben könnte. Ein Organismus, der nicht irdisch zu sein scheint. Es ist der 2. November 1959. Alles beginnt mit einer UFO-Sichtung in der kleinen Stadt Évora in Portugal. Der hiesige Direktor der Industrie- und Handelsschule, Joaquim Guedes do Amaral, befindet sich in seinem Büro, als plötzlich seine Kollegen auf ihn zukommen. Sie sehen ein seltsames Objekt über der Kleinstadt fliegen. Er greift zu seinem Teleskop, das er glücklicherweise in seinen Räumlichkeiten stehen hat, und will das Objekt genauer betrachten. Der Himmel ist klar und sonnig. Er sollte einen genauen Blick darauf werfen und es schnell als etwas Irdisches identifizieren können. Doch was er dort sieht, ist ihm völlig unbekannt und hat auch nichts mit den UFOs zu tun, von denen sonst irgendwo berichtet wurde. Er sieht es klar und deutlich durch das Teleskop. Etwas, das einer Qualle zu ähneln scheint. Das Objekt taumelt hin und wieder, bewegt sich dann schnell wieder mit hoher Geschwindigkeit durch den portugiesischen Himmel, hielt zwischendurch an und setzte dann plötzlich wieder seinen Flug fort. Nach einer halben Stunde verblieb es schließlich starr am Himmel stehen. Was dann geschah, hätte niemand auch nur im Ansatz vermutet. Das Objekt feuerte etwas aus seinem Inneren ab und es befand sich unaufhaltsam auf dem Weg nach unten, Richtung Bevölkerung. Ein weißes, geleeartiges Filament, das sich breitflächig über die Einwohner der Stadt legte. 4 Stunden lang rieseln die unbekannten Partikel vom Himmel. Der ganze Ort wird schließlich fast vollständig mit einer dicken, weißen Schicht bedeckt. Panik entsteht und schlussendlich werden die Menschen evakuiert und vor den unbekannten Fäden in Sicherheit gebracht. Was geschah an diesem Wintertag Ende der 50er Jahre? Was war das für eine Substanz, die aus dem quallenartigen Gebilde kam und über der portugiesischen Kleinstadt herunterschwebte? Und welche Auswirkungen hatten diese unheimlichen Fäden? Sowohl die Streitkräfte des Landes als auch Wissenschaftler der Universität von Lissabon nahmen Proben des seltsamen Organismus. Dabei war das Sammeln dieser aufgrund seiner schwachen, losen Struktur gar nicht so einfach. Nach einigen Analysen waren die Forscher allerdings noch verwunderter. Die Untersuchungen ergaben, dass es sich bei den Fäden um einen einzelligen Organismus handelte. Möglicherweise um eine Mikrobe mit ihnen bisher unbekannten Merkmalen. Doch das war noch lange nicht das Seltsamste. Als man diesen sonderlichen Mikroorganismus für die weiteren Untersuchungen auf üblichen Trägerplättchen platzierte, schien dieser einen Widerstand auszuüben. Die Substanz wollte einfach nicht haften bleiben. Etwas, was die Forscher nie zuvor und nie wieder danach erlebten. Schlussendlich gelang es den Wissenschaftlern, innerhalb einiger Jahre eine genauere Studie zu verfassen, dessen Bericht Folgendes über die Substanz aussagt. Der in Évora aufgenommene Mikroorganismus misst ungefähr 4 mm und besteht aus Tentakeln. Es zeigt Abwehrreaktionen auf Laboranalyseplatten. Seine Tentakel können einem Druck von bis zu 350 Gramm entgegenwirken. Zu Beginn der Beobachtung präsentierte es sich in verschiedenen Arten von Farben. Der zentrale Körper ist gelb, die Tentakeln von intensiver roter Farbe. Als der Organismus anfing, seine Farbe zu ändern, entstand ein Kastaniengelb, das immer dunkler wurde. Seine Tentakeln werden wahrscheinlich durch parallele Filamente gebildet, die wiederum durch eine galertartige Substanz entstehen. Jedes Filament ist transparent. Im Inneren befinden sich Blutkörperchen, die mit der Zeit zunehmen. In der Mitte des Zentralkörpers befindet sich eine Öffnung in Form eines Mundes. Mit zunehmendem Alter erscheinen runde, dunkle Flecken, die sich in einem perfekten Fünfeck anordnen.
Nach knapp 24 Monaten lösen sich erst die Tentakeln, dann der gesamte Organismus auf. Mitwirkende und die von dem Fall hörten, stellten einige Theorien auf, um was es sich bei der mysteriösen Substanz handeln könnte. Zuerst wurde angenommen, dass es sich um Quallenlarven handeln könnte. Doch diese Theorie wurde schnell wieder verworfen. Das, was sie untersucht hatten, war viel zu resistent gegen äußere Einflüsse. Eine weitere Hypothese ist eine bisher unentdeckte extremophile Art, die in unserer Atmosphäre lebt. Ähnlich wie eine dritte Hypothese, die besagt, dass dieser Organismus, als auch das, was am Himmel über Evora beobachtet worden ist, ein Wesen sei, das der terrestrischen Biologie völlig unbekannt ist. Also ein außerirdisches biologisches Wesen, das als Träger für wen oder was auch immer dient, welches hoch über unseren Köpfen schwebt? Ufologen aus aller Welt hätten gerne mehr über die Substanz in Erfahrung gebracht und eigene Untersuchungen angestellt. Doch dann kam es ganz anders und viele wittern eine Verschwörung, um das Geheimnis der Proben zu bewahren. 1978 kam es an der Fakultät für Naturwissenschaften in Lissabon, in welcher der vermeintlich außerirdische Organismus lagerte, zu einem Brand. Alle Proben und bisher gesammelten Ergebnisse für ein mögliches extraterrestrisches Wesen wurden im Feuer zerstört. Später wird es heißen, dass das Feuer ungewöhnlich nah an dem Ort ausbrach, wo sich die Proben befanden. Auch ist nicht bekannt, ob man untersucht hat, wie der Brand überhaupt entstanden ist. So auch nicht, ob es sich um Brandstiftung handelte. Manch einer geht davon aus, dass es nur dazu galt, ein außerirdisches Phänomen und die dazugehörigen Beweise für immer zu verschweigen. Als jedoch am 2. November 1959 über der portugiesischen Stadt Evora diese unheimlichen Organismen herunterregneten, legten sich diese auch auf die Haut einer Vielzahl von Bewohnern. Kinder spielten zwischenzeitlich sogar mit dieser spinnenwebartigen Substanz. Was aus ihnen geworden ist, konnte bisher nicht in Erfahrung gebracht werden. Könnte diese Substanz also wirklich außerirdisch sein? Es ist nicht das erste Mal, dass von diesem Phänomen berichtet worden ist, das landläufig auch als Engelzahl bezeichnet wird. Im 14. Jahrhundert war es aber noch unter einem ganz anderen Namen bekannt. Die Menschen, die das Ereignis miterlebten, sprachen von dem Gelee der Sterne, einer durchsichtigen, grau-weißen, gelatineartigen Substanz, die dem Menschen als Mitbringsel von Meteoroiden bekannt war. Diese soll aber nach kurzer Zeit verdampft sein. Aktuellere Berichte gibt es aber auch aus der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Im Jahr 1972 soll in der Nähe des Stadtzentrums ein ganzer Regen komischer Spinnennetze vom Himmel gefallen sein. Sie waren warm, fast ohne Gewicht und blieben auf der Haut liegen. Doch konnte man sie leicht herunterstreifen und klebten nicht wie übliche Spinnenfäden. Am 7. Dezember 1997 soll sich ebenfalls in Kolumbien ein ähnlicher Vorfall ereignet haben. Gegen 23.45 Uhr begann es leicht zu regnen. Doch es war kein Wasser, das vom Himmel fiel, sondern etwas, das als dünne, energetische Baumwollfäden beschrieben worden ist. Zeitgleich tauchte über den Köpfen der Zeugen ein Objekt in Form einer phosphorizierenden bläulichen Röhre auf, das sich in einer Höhe von 1500 Meter befunden haben soll, bis der Regen nach 25 Minuten aufhörte. Die heutige Wissenschaft erklärt das Phänomen mit Resten von in der Luft wandernden Spinnen, polarisierten Staubpartikeln aus der Atmosphäre oder pflanzlichen Abfallprodukten, die sich in Flocken zu einem großen Netz zusammensammeln. Für Ufologen hingegen spielt neben der biologischen Erklärung noch eine ganz andere Theorie eine Rolle. So könnte das Phänomen auch ein Abbauprodukt eines elektromagnetischen Feldes um ein UFO herum sein. Die Phänomene der herabregnenden Substanzen ähneln sich zwar, sind aber im Detail so unterschiedlich, dass keiner der Parteien recht haben muss. Wie immer liegt es im Auge des Betrachters, welcher Theorie er am meisten Glauben schenken möchte. Wenn wir davon ausgehen, dass Sie uns besucht haben und es immer noch tun, täten Sie nicht gut daran, es aus der Ferne zu tun. Mit einem gewissen Abstand zur Erde, aber immer noch nahe genug, um den Menschen zu erforschen. Die Menschheit wird Objekte im Weltraum entdecken, die uns von den Beobachtern geschickt werden. Diese Vorhersehung stammt von Michel de Nostradamus, besser bekannt als Nostradamus. Und wenn der französische Prophet damit recht hatte, dann könnten wir diese bereits schon entdeckt haben.
Da wäre zum Beispiel der sogenannte Black Knight-Satellit. Nicht wenige halten diesen schwarzen Ritter für ein uraltes Artefakt einer außerirdischen Zivilisation. Ein außerirdischer Satellit unbekannter Herkunft, der sich seit Jahrtausenden in einer Umlaufbahn um die Erde befindet. Dabei soll er nicht nur die Entwicklung der menschlichen Zivilisation aufzeichnen, sondern auch Signale zur Erde senden. Und diese Signale sollen auch schon vor mehr als 100 Jahren entdeckt worden sein. Und das von keinem geringeren als vom brillanten serbischen Wissenschaftler Nikola Tesla. Bereits 1899 soll er bei einem Experiment in Colorado Springs mit einem Hochspannungsfunkgerät kryptische Wellen aus dem Orbit der Erde empfangen haben. Und so steht es dann auch in einer seiner bekannten Briefe, der an das amerikanische Rote Kreuz gerichtet war. In diesem schreibt Tesla im Jahr 1900, er habe unerklärliche elektrische Signale empfangen und beobachtet. Doch er geht mit seiner Aussage noch weiter und schreibt, es sei eine Botschaft aus einer anderen Welt. Hatte damals schon Nikola Tesla ein Signal von dem Objekt empfangen, das wir heute als den Black Knight-Satelliten kennen? Seit den 1930er Jahren kommen dann immer mehr Astronomen hinzu, die ein unbekanntes Signal aus dem nahen Weltraum identifiziert haben wollen. Rund 50 Jahre nach Teslas Entdeckung erscheinen weitere Berichte, die die These eines künstlich nicht-irdischen Objekts im Erdorbit unterstützen. 1954 wollen Astronomen einen künstlichen Satelliten entdeckt haben, der um die Erde kreist. Der San Francisco Examiner und der St. Louis Post-Dispatch verarbeiteten damals den Bericht in jeweils einem Artikel. Das Kuriose daran? Der erste künstliche Satellit, der Sputnik, wurde erst 1957 von der Sowjetunion gestartet. Wie hätte man dann schon Jahre zuvor einen Satelliten im Erdorbit beobachten können? Doch nur, wenn nicht wir Menschen ihn dort platziert hätten. Weitere drei Jahre später, im Jahr 1960, gelang es dann auch nun den USA, einen Satelliten ins All zu bringen. Doch kurze Zeit später, am 11. Februar 1960, tauchten weitere mysteriöse Berichte auf. Sie besagen, dass jemand oder etwas sowohl den Russen als auch den Amerikanern zuvorgekommen war. Denn ein hochempfindliches Radar, das von der US-Marine entwickelt wurde, hatte ein dunkles, anormales Objekt erfasst. Es umkreiste die Erde in einem sehr exzentrischen Muster. Die Umlaufbahn wurde als um 79 Grad zum Äquator geneigt beschrieben. Sehr ungewöhnlich, da eine normale, vom Menschen stammende Technik in einer polaren Umlaufbahn von 90 Grad positioniert worden wäre. Das Objekt hatte demnach eine hochexzentrische elliptische Umlaufbahn, die alle 104,5 Minuten abgeschlossen wurde. In den Anfängen des Kalten Krieges spekulierte man schnell, das Objekt sei ein russischer Aufklärungssatellit mit einer weiterentwickelten Technik, doch bestätigen ließ sich diese Theorie nie. Die visuelle Erfassung eines möglichen außerirdischen Objekts in der Umlaufbahn der Erde ist die eine Sache. Aber was ist mit den mysteriösen Signalen, die auch Nikola Tesla empfangen haben will? Im Jahr 1928 führten norwegische Wissenschaftler einige Experimente durch. Sie entsendeten dabei Kurzwellen in den Weltraum. Dabei passierte etwas, das für die damaligen Forscher ein völlig unbekanntes Phänomen darstellte. Sie empfingen sogenannte Long-Delay-Echos. Dabei kehrten Echos ihrer Übertragungen in den Weltraum nach einigen Sekunden ihres Aussendens zu ihnen zurück. Doch sollen dabei diese gespiegelten Signale verändert worden sein? Hatte ein außerirdischer Satellit diese empfangen und mit neuen Informationen wieder zurück auf die Erde geschickt? 1973 analysierte man diese Aufzeichnungen und Daten der norwegischen Wissenschaftler. Man kam zu dem Schluss, dass die zurückgesendeten Signale so interpretiert werden könnten, um eine Sternkarte zu erstellen. Dabei soll sie den Weg zu einem Doppelstern namens Epsilon Bootes offenbaren. Zudem wird auf Grundlage dieser Daten vermutet, dass das unbekannte Objekt, das diese Signale aussendete, ungefähr 13.000 Jahre alt sei. Und interessant ist auch seine Position. Dieser sei nämlich auf dem Lagrange-Punkt L5 der Erde ausgerichtet. Dieser ist einer von nur 5 Schlüsselpositionen in einer Orbitalkonfiguration. Das heißt, das Objekt kann ohne weiteren Antrieb die Erde umkreisen und hat eine gleichbleibende Umlaufzeit. Für ein Jahrtausende altes Objekt, das über eine enorme Zeitspanne die Menschheit beobachten soll, wäre dies wohl die perfekte Position. Aber sollte der Black Knight-Satellit tatsächlich existieren, hätte man ihn in der modernen Raumfahrt doch sicherlich schon einmal zu Gesicht bekommen, oder? Im Jahr 1957 berichtete Dr. Luis Carolos vom Kommunikationsministerium Venezuelas über ein künstliches Objekt am Nachthimmel. Er beobachtete die gerade gestarteten russischen Satelliten Sputnik 1 und 2, die von Westen nach Osten flogen und damit die natürliche Rotation der Erde nutzten, um ihre Umlaufbahn aufrechtzuerhalten.
Doch da gab es noch ein drittes Objekt. War dies nicht seltsam genug? Immerhin waren die russischen Satelliten die ersten ihrer Art, verlief die Bahn des dritten unbekannten Objekts von West nach Ost. Doch bis zu einem Foto des möglichen außerirdischen Objekts sollte es noch Jahrzehnte dauern. Am 4. Dezember 1998 startete die 93. Space Shuttle Mission. Es war der 13. Flug für die Raumfähre Endeavour und es sollte der erste Flug eines Shuttle zur ISS, der Internationalen Raumstation, sein. Die Mission mit dem Namen STS-88, also Space Transportation System 88, sollte aber nicht nur für diesen historischen Moment bekannt werden. Denn ebenso wurde ein Foto eines mysteriösen Objekts aufgenommen. Es zeigt ein Körper im Orbit der Erde. Es ist dunkel und besitzt eine recht unregelmäßige Form. Für viele stellt dieses einen Fotobeweis dar für den schon seit Jahrzehnten viel diskutierten dunklen Ritter, den Black Knight-Satelliten. Skeptiker hingegen tun das mysteriöse Objekt als nichts anderes als Weltraumschrott ab. Eine Thermodecke, die bei der Weltraummission der Crew entglitt und nun für dieses Foto sorgte. Doch Nostradamus könnte auch ein anderes Objekt gemeint haben, als er sagte, dass wir eines Tages eines dieser finden werden, das uns von den Beobachtern gesendet worden ist. Anfang des Jahres 2021. Die Nachricht über einen hochdekorierten Professor und seiner Theorie über einen außerirdischen Besucher aus den Tiefen des Alls sorgte wochenlang für Schlagzeilen. Der Harvard-Professor A.B. Loeb ist nämlich fest davon überzeugt, dass wir im Jahr 2017 von einem außerirdischen Objekt besucht worden sind. Der theoretische Physiker teilte seine Theorie über dieses eigenartig geformte Objekt, das schon vor einigen Jahren in unser Sonnensystem eindrang, in seinem neuesten Buch. Bei diesem handelt es sich um nichts anderes als das interstellare Objekt mit dem Namen Oumuamua, welches erstmals 2017 durch das Pan-STARRS-Teleskop am Haleakala-Observatorium auf Hawaii beobachtet wurde. Forscher stellten damals fest, dass es am 6. September die Ekliptikebene aus Richtung der Vega durchquert hatte. Die Vega ist etwa 25 Lichtjahre von unserem Planeten entfernt. 3 Tage später begann Oumuamua, hawaiianisch für Speer, auf die Sonne zuzusteuern, bevor sich dieser schließlich am 7. Oktober der Erde näherte. Laut Loeb bewegte sich dieser anschließend schnell in Richtung des Sternbilds Pegasus. Wissenschaftler nahmen bisher an, dass Oumuamua, das erste beobachtete interstellare Objekt in unserem Sonnensystem, einfach nur ein weiterer Komet war. Doch Harvard-Professor A.B. Loeb hat eindeutige Beweise, die gegen einen Kometen sprechen und für ein außerirdisches Raumschiff. Denn seine Kollegen würden sich dabei zu sehr auf Bekanntes stützen. Was würde passieren, wenn ein Höhlenmensch ein Mobiltelefon sehen würde? Er hat sein ganzes Leben lang Steine gesehen und er hätte gedacht, dass es nur ein glänzender Stein ist, so Loeb. Er sagt, dass es 3 große Details gibt, die darauf hindeuten, dass Oumuamua nicht einfach ein Komet war, sondern ein Stück außerirdische Technologie. Das erste Detail sind die Dimensionen des Objekts, denn es wurde festgestellt, dass es 5 bis 10 Mal länger als breit war. Die zigarrenartige Form sei absolut untypisch für ein natürliches Weltraumobjekt. Zudem sei es für normale Weltraumobjekte ungewöhnlich hell, mindestens 10 Mal reflektierender als typische, steinige Asteroiden oder Kometen im Sonnensystem. Doch die Bewegung von Oumuamua sei noch ungewöhnlicher. Der übermäßige Schub von der Sonne weg war das, was das Fass zum Überlaufen brachte, sagte er. Die Gravitationskraft der Sonne würde ein natürliches Objekt dazu bringen, sich schneller zu bewegen, wenn es sich ihr nähert, und schließlich das Objekt zurückstoßen, wodurch es sich langsamer bewegt, wenn es sich entfernt. Doch Oumuamua tat dies nicht. Dieser beschleunigte, und zwar so schnell, dass es sich mit einem statistischen Ausreißer nicht mehr erklären ließe. Für den renommierten Wissenschaftler ist es daher viel wahrscheinlicher, dass Oumuamua eine scheibenförmige Sonde ist, die von außerirdischen Lebewesen freigesetzt wurde, als die allgemeinhin akzeptierte Theorie über einen ungewöhnlich geformten Kometen. Aber auch sehr viel weiter entfernte Satelliten könnten uns schon einen Besuch abgestattet haben. Und zwar mit ihren Teleskopen, ähnlich wie wir mit dem Hubble-Teleskop oder dem neuen, leistungsstärkeren James-Webb-Teleskop. Denn in einer brandneuen Studie wurde jetzt ermittelt, welche fernen Sonnensysteme in den vergangenen 5000 Jahren die Chance gehabt haben, die Erde dabei zu beobachten, wie sie aus deren Sicht vor unserer Sonne vorbeiläuft. Auf diese Weise hätten außerirdische Beobachter uns recht einfach per Transitmethode entdecken können, so wie wir es auch selbst machen, um fremde Planeten zu entdecken. Und das Ergebnis? Von 1715 nicht weiter als 326 Lichtjahre entfernten Sternensystemen aus hätten potenzielle Aliens die Spuren menschlicher Zivilisation aufspüren können.
Weitere 319 Systeme werden sogar in den kommenden 5000 Jahren noch dazukommen. Interessant ist auch der Fakt, dass 194 der insgesamt 2034 Sterne unserer Sonne ähneln, was die Wahrscheinlichkeit von entwickeltem Leben nach unseren Maßstäben natürlich erhöht. Und 75 dieser Sonnensysteme sind uns sogar so nah, dass sie bereits Radiowellen von der Erde empfangen haben könnten und somit auf uns als technologisch fortgeschrittene Zivilisation schließen können. Sind wir also nicht alleine? Beobachtet eine außerirdische Intelligenz die Entwicklung der Menschheit? Traten sie hin und wieder in Kontakt mit den Menschen und gaben ihr Wissen weiter? Beeinflussten sie gar unsere Entwicklung zu dem, was wir heute sind? Es mag sein, dass die hier dargestellten Annahmen nur ein Indiz für die Anwesenheit derer sind, die uns so weit voraus erscheinen. Doch die Zukunft wird zeigen, ob wir nicht selbst der beste Beweis dafür sind, für das Erbe der Aliens.